Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assetto Corsa Competizione. Wir fahren heute das letzte Einstufungsrennen hier mit. Ich muss eigentlich nicht mehr, aber wir machen es trotzdem. Eigentlich wollte ich mich auch hier mit meinem zukünftigen, hoffentlich, Teamkollegen hier ein bisschen über Discord verständigen. Wir haben es eigentlich gebacken bekommen. Im Quali habe ich die langsamste Zeit gesetzt auf Spa mit dem Lexus. Aber ich habe immerhin eine Zeit gesetzt. Ne? 8 Leute hinter mir haben das nicht so wirklich hinbekommen. Obwohl das. Die müssten alle schneller sein als ich, bilde ich mir ein. Ne, ansonsten müssten wir. Die sind leider nicht hier auf dem Server mit. Da ist noch ein anderes Lexus-Team eigentlich. Ne, hier Steiner. Das wird vielleicht mein Teamkollege, wie gesagt. Wir haben es nicht geschafft, jetzt über Discord zu kommunizieren irgendwie. Haben es verplant, war alles relativ spontan. Ich bin ja mit Abstand irgendwie schon wieder der Letzte, ne? Ja, das andere Lexus-Team, das ungefähr gleich schnell ist wie ich, mit dem wollte ich mich heute eigentlich messen, aber die sind auf einem anderen Server. Blöd, kann man nichts machen. Ich werde mal zusehen, dass ich hier irgendwie ins Rennen reinkomme, ne? Mein Setup nochmal überprüfen. Es gibt keinen Boxenstopp oder so. Und dann sehen wir uns gleich am Start wieder. So, hier geht's jetzt los. Ich starte mit Engine Map 5. Hab man natürlich jetzt nicht gemerkt, hinter wem ich starten muss. Ich glaube hier hinter Schnee, ne? Und das heißt. Rechte Seite hinter Josh Slayer. Hinter dem Audi müsste ich mich einsortieren, glaube ich. So, wie gesagt, Boxenstopp gibt es heute nicht. Das einzige Problem ist, das Fahrerfeld ist so groß. Dass ich hoffe, dass sie hier wieder zusammenrücken. Jetzt müsste eigentlich gleich schon das Double File kommen. Ich mache hier die Bremsen noch ein bisschen warm, die machen dann die Reifen mit warm. Im Moment sind die noch sehr kalt, wie ich am Druck sehe. Ich war halt hier die meiste Zeit mit Aufholen beschäftigt, beziehungsweise dranbleiben. Ach, hinter mir die Fahrer, die keine Zeit gesetzt haben. Okay, die sind nicht da. Das ist cool. Das heißt, ich bin hier wirklich der Allerletzte. Die sind wahrscheinlich alle auf den anderen Server gewechselt.
Das heißt, ich kann mich hier austoben. Das ist natürlich super angenehm. So, Engine Map 1 rein, nicht vergessen. Da haben wir hier gleich 30 Minuten lang Spaß. Wahrscheinlich starte ich in der Kurve, oder? Oh, ich komme aus der Kurve raus für den Start. Nice. Ja, hier Runde 1, ne? Da sind wir gleich mal ganz vorsichtig. Da müssen wir hier auch nicht nebeneinander durchfahren. Da vorne wird schon gebremst. Da holen wir uns hier einfach den guten Exit. Und dann gucken wir mal, wo wir hier durchpassen. Wahrscheinlich nirgendwo. Da wird er noch mal langsam. Ja, wow, wow. Ja, danke. Da von hinten ist, muss jetzt echt nicht sein, ne? Okay, Motor ist aus. Sechseinhalb Sekunden Schaden. Da muss ich jetzt irgendwie umgehen. Da konnte ich halt nichts machen, ne? Der Ferrari stand da halt quer. Ist auch noch gerollt und dann habe ich dann minimalen Kontakt nur gehabt zum Ferrari. Und dann wurde ich halt von hinten rausgedrückt einfach. Weil die Leute hinter mir scheinbar mit nichts gerechnet haben. Das war halt ganz schön amateurhaft auf jeden Fall. Oh, hier komme ich nicht mehr rum. Ja, war nicht so lustig. Dachte ich, hätte ich mal Glück, komme da ganz gut durch. Mit C's. Also, fahren wir jetzt hier von hinten schön. Das fällt auf, da ist schon der nächste abgeflogen, wie der Nissan. Der Ferrari vor mir geht vielleicht auch in die Box, ja. Der ist so langsam gefahren. Das überrascht mich nicht. Hinter mir Ettenauer. Nee. Ach, Steiner. Mein Teamkollege ist tatsächlich hinter mir. Ich wollte gerade sagen, der Lexus ist doch wie meiner lackiert. Also so wie der offiziell lackiert ist, weil wir halt nicht mit Custom Skins fahren. Ist er auch in die Box gefahren? Ich dachte, nee, er war doch schon an der Box vorbei, oder? Ne, er ist auch nicht reingefahren. Aber ihn scheint es auch ziemlich erwischt zu haben. Vielleicht hat er auch auf mich gewartet, ich weiß es nicht. Und dann fahre ich jetzt ja einfach so dreist weg. Nee, aber er ist normalerweise einige Sekunden, sage ich mal diplomatisch, schneller als ich. Ich würde ihn nicht so abhängen normalerweise. Ein bisschen weit raus hier. Auch ganz komisch gefahren die Kurve diesmal. Ein bisschen Grip vorne habe ich verloren, ne? Also da ist der Wagen ganz klein kick unruhig. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der ist unkontrollierbar. Aber hier in solchen Kurven merkt man es. Und er steuert ein bisschen. Aber da der Lexus halt sonst mega stabil ist, warum habe ich denn da hochgeschaltet? Vermutlich, dass es nicht so tragisch ist wie bei dem Lambo Super Trofeo, sage ich mal.
wo dann 2-3 Sekunden Schaden schon richtig gefährlich werden, weil die ganze Aerodynamik im Arsch ist. Yellow flag in Sector 2. Okay. War vielleicht nicht ganz optimal erwischt, die Probe. Huhuhuhu. Was tue ich da? Trotzdem noch eine 22,7 ist. Ich glaube, das ist schneller, als ich im Qualifying war. Ich meine, ich habe natürlich auch keine Chance, jetzt rauszufinden, wie schnell ich hier tatsächlich sein könnte heute mit dem kaputten Wagen. Aber so, ich hoffe, hier überlebe ich jetzt. Ja, ein ganz kleines bisschen locker vorne, aber kommt noch bequem durch. Das ist doch schon mal gut. Und ja, ich fahre die immer so, wenn ich die gut erwische. Wenn ich die Scheiße erwische, sieht es noch schlimmer aus. Oh ja, da auf dem Kart nicht beschleunigen. Fuck. Da hätt's mir, ich meine, ja, habe ich gemerkt, da hätte es mir beinahe den Wagen weggerissen. Da sollte ich dran denken, wenn ich das Rennen hier überleben möchte. Eineinhalb Sekunden Abstand auf Boki im BMW stabil. Der ist ja letztes Mal, als ich mitgefahren bin, ist er ja disconnected ziemlich früh. Fand ich schade. Ja, Boki ist auch ein schneller Fahrer, ne? Also sein Wagen wahrscheinlich auch beschädigt. Oder holt er jetzt auf? Hängt er mich ab? Wahrscheinlich schon. Ah, da kommen wir noch rum. Sehr gut. Zumindest wenn ich da langsam reinfahre in die Kurve. Ja, wir kommen noch überall rum. Okay, alles easy. Spa wird in der eigentlichen Liga dann nicht mitspielen. Und wenn ich mir das so da nochmal vor Augen führe, wie hier Runde 1 war, ist es auch nicht so schlimm, glaube ich. Ich versuche mal hier schon in den 6. zu gehen. War kein Cut? Doch. Ich wollte schon sagen. Wenn das kein Cut war, was dann? Ich glaube im 6. Nee. Da hätte es mir beinahe den Wagen weggezogen. Das Schlimmste ist wahrscheinlich, was passiert ist, war nicht der eigentliche Schaden am Wagen, sondern der Schaden an den Reifen, der dadurch rausgeschoben werden, passiert ist vorhin. Weil der Lexus ja sowieso nicht sehr nett zu den Reifen ist. Deswegen wird es auch eine interessante Sache, welche Strategie ich fahre. Ich schätze, in den meisten Ligarennen werde ich Reifen wechseln müssen. Das werde ich dann von Track zu Track einmal testen, glaube ich. Geht es über 60 Minuten.
Liga-Rennen werden 70 Minuten gefahren mit der Reifenabnutzung ist. Rechts oben, ne? Ich sehe das. Power Control auf 100. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie muss das Spiel verbuggt sein. So, deutlich besser die Kurve hier genommen. Zumindest sicherer. Ob ich jetzt unbedingt schneller war, sei mal dahingestellt. Na, aber konstant ist im Endeffekt schneller. Natürlich, man wird ohne Eigenverschulden rausgeschoben. Ich konnte ja nicht mal neben die Strecke ausweichen an der Stelle, ne, weil da einfach alles zu war. Das war schon ziemlich bitter. Ganz minimalen Lift brauchte ich da, um rumzukommen, noch vernünftig. Gut rausbeschleunigt dieses Mal. So, mit 60 Litern bin ich gestartet. Gleich haben wir Halbzeit in einer Runde. Oh, oh. Habe ich mich beinahe dazu gestellt. Zwei standen da. Oh, die sind vielleicht sogar zusammengerasselt, ne? Da ist einer links und einer rechts abgeflogen. Das sah ein bisschen so aus. Oh, ich gehe wieder ein bisschen zu schnell rein. Ach, verdammt. Na, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt noch. Die erste von dieser Kurvenkombination, ne, die Rechtskurve, schadet glaube ich nichts, wenn ich die ein bisschen früher anbremse. What? Das Rennen? Wie geil war das denn? Thank you.
losing time to the car in front of Sector 2. Passiert. Nicht gut rausgekommen, bisschen zu früh ans Gas gegangen, anstatt noch ein bisschen weiter rumzulenken und dann schön gerade raus zu beschleunigen. Ah, war das zu viel gekappelt oder war das okay? Das war eine Warning. Alles klar. So, Treibstoff sieht gut aus. So langsam komme ich hier wieder rein. Ne? Ich habe ja nicht richtig viel geübt für dieses Rennen. Yellow flag, yellow flag. Be careful there. Slow car ahead. Da ist er. Sieht aus wie ein bunter Ferrari. Oh oh. Ist auch ein bunter Ferrari. Er versucht mir Platz zu machen, aber der weiß natürlich nicht, wie langsam ich bin. Oh fuck. Ist der nächste Cut? Ja. Gleich kriege ich noch einen Drive-Thru. Okay, jetzt hänge ich hier natürlich hinter ihm. Schön Dirty Air. Puh, also ich muss jetzt ein bisschen auf meine Linie achten. Mal sehen, hier hat er ein bisschen Abstand. Vielleicht kriege ich den besseren Exit und kann ihn dann oben einholen. Ah, der Ferrari ist, glaube ich, hier inzwischen schnell, ne? Der Evo. Ah, mit Windschatten doch, doch. Das geht. Das geht nicht. Okay, er verteidigt. Boah, was macht er da? Das kann doch nicht sein. Ach komm schon. Da haben wir uns beide verbremst und dann schießt er da einfach vor mich, obwohl ich schon echt weit außen war. Also irgendwie hatte er nicht vor, sich da die Strecke mit mir zu teilen. War das Weiler? Ich denke schon. Das wird nachher ein Nachspiel im Replay haben. Ansonsten keins. Ne? Ich meine, es ist ein Einteilungsrennen. Außerdem ist Amateurliga. Er hat es nicht mit Absicht gemacht, von daher. Was soll ich da sagen? Soll ich sagen, oh, Ligaleitung, sperrt ihn mal fürs erste Quali? Das ist albern. Das ist Quatsch. Na, guck mal, da hat jemand einen Drive-Thru. War schneller als ich. So, zwei Plätze habe ich dadurch verloren, glaube ich, nur.
aber halt auch 20 Sekunden oder sowas. Aber die Reifen wieder, ne? Die hat es wieder in Mitleidenschaft gezogen. Bin ich ein bisschen weit nach außen gekommen. Ich weiß nicht mal genau warum. Vielleicht ungünstig am Korb abgeprallt oder so. Und da musste ich kurz liften. Um hier nicht die dritte und letzte Warning zu bekommen. Schon rein hier. Geht. Hätte ich wahrscheinlich auf jeden Fall noch ein bisschen schneller durchfahren können. Oh Gott. Ich bin der Meinung, ich bremse da zu früh. Kurz liften. Damit da nichts Schlimmes passiert. Keinen weiteren Schaden bekommen auf jeden Fall. Durch irgendwas. Was vorsichtig sein? Nee, nee, ich habe gehört, das ist hier nicht. Ist nicht in Mode. Das war ein bisschen sehr früh. Habe ich nicht gut erwischt. War nicht gut. Okay, konzentrieren.
5 Minuten noch, 3 Runden, schätze ich. Keine Ahnung, wie weit der erste vor mir ist, beziehungsweise schon hinter mir. Da habe ich gerade Zeit verloren, ne? Ansonsten war die Runde bisher passabel. Da hatte ich schon Angst, dass ich so weit drin bin, dass sich das Rad da hinterm Korb einhakt und mich dann rauszieht. Ist zum Glück nicht passiert. Okay, das war Mist. Das war kein Cut, oder? Sag, dass das kein Cut war. Nee, alles gut. Perfekt. Also, perfekt in Anführungszeichen natürlich. Steiner schon 20 Sekunden vor mir inzwischen. Beide nur noch 15. Uff. Thank you.
Ah, oh, ich habe noch schön Treibstoff dabei. Dann schaffe ich es locker bis in die Box zurück. Schön ein bisschen gepumpt, damit ich rumkomme. In der letzten Runde noch. Oh Mann, da wird sich aber jemand ärgern. Da war eine Smiler, war's. Da vorne ist er. Den hätte ich nur noch überholen können, wenn er aus Versehen in die Box gefahren wäre jetzt. Die Ziellinie erst hier unten. Ich muss noch eine ganze Runde fahren. Okay. Ach, so knapp hinter mir war der. Ja, kacke. Da habe ich jetzt natürlich ordentlich Zeit verloren hier. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja nochmal Attacke machen können. Das zumindest versuchen. Okay, komplett verkackt die letzte Runde hier. Alles gut, dass mir dieses kleine Flaggenkästchen da, das Lumi-Rank heißt es nicht, ne? Wie heißt denn das? Der Name steht, glaube ich, immer drin, wenn es keine Flagge anzeigt. Es ist gut, dass man das die letzte Runde und sowas anzeigt. Ich meine, es wird oben auch angezeigt, aber das ist schon cool. Auch für die Virtual Reality Headset fahrenden Leute. Fahre ich den Wagen mal zurück in die Box. Das ist nämlich zwingend vorgeschrieben hier. Und dann sehen wir uns im Replay wieder, Jungs und Mädels. Bis gleich. So, damit sind wir ja auch schon im Replay. Für mich einen Tag später, ne? Ich habe mir das schon ein bisschen angeguckt. Waren ein paar lustige Sachen dabei. Wir sehen, 23 Leute sind losgefahren. 21 sind nur angekommen. Wir werden uns so ein bisschen mit den Leuten beschäftigen, die hinter mir ins Ziel gekommen sind. Weil da natürlich von meiner Perspektive aus der Verlauf am interessantesten ist. Und klar, ne, wenn man vorne fährt, erster ist, ist wahrscheinlich nicht allzu viel passiert im Rennen.
aber von hinten kommt irgendwie schon. Und da ist gerade der Start erfolgt. Hier ist wieder mein schöner Lexus da, hier mit dem grünen mit weißen Streifen, wunderbar. Da vorne ist mein Teammate Markus Steiner. Mal sehen, ob das hinhaut mit dem Team, weiß ich nicht. Und dann ist alles cool, ne? Ich bin vorsichtig, gehe da schon an zwei Leuten vorbei, weil ich da einfach ein bisschen besser den Kurven-Exit bekommen habe. Da vorne der blaue Mercedes Hierro, der wird gleich noch interessant. Der hatte da schon den ersten Abflug auf jeden Fall. Können wir uns gleich nochmal angucken, was da passiert ist. Ja, und jetzt geht's hier halt tatsächlich ab. Und das ist einfach keine schöne Situation. Wir können erstmal gucken, was mit Jacho passiert ist. Ne? Der ist da schon das erste Mal abgeflogen. Der ist nämlich von ganz weit vorne gestartet eigentlich, glaube ich. Nee, ganz weit vorne stimmt nicht, ne? Aber schon deutlich weiter vorne. Irgendwie, ne? Doch, ziemlich weit vorne. Ne? Hier ist er noch auf dem 7. irgendwie. Na, und dann ist hier halt diese, da geht er ein bisschen schnell rein, ne, sieht man, wird dann innen angebumst von einem Lexus. Das müsste ja dann dementsprechend, nee, Steiner ist nicht. Ja, United oder wer ist denn sein Teampartner hier? Moment mal. Er hat auch einen Teampartner, die haben beide dieselbe Lackierung. Dachte ich zumindest. Wo ist. Ach, hier Weber. Aber Weber ist auch schon ganz hinten zu dem Zeitpunkt. Oder ist es. Ah nein, das ist der Porsche hier, das ist Lay. Ach, verguckt. Das ist rundes Heck. Na, wird er hier von Lay schon das erst angebumst, geht dann raus. Scheiße, dumm gelaufen erstmal. So, aber wir gehen mal hier zu mir zurück, sorry, da musste ich gerade den Stift durch die Gegend schmeißen. Und ich glaube, wir brauchen auch eine andere Kameraperspektive. Mal sehen, ob die hier ganz tauglich ist. Ja, hier geht's schon rum, alles cool. So, und dann kommen wir hier gleich in die nächste Kurve. Da werden wir ein bisschen langsamer. Und aus der Perspektive sieht man das Entscheidende nämlich nicht. Okay. So, gucken wir mal. Ne? Hier vorne, da wollen wir hinschauen. Da kann ich auch einfach nach vorne gehen. Hier, Weiler. Da ist er. Ja, da vorne, hier Steiner. Ja, da wird gebremst, er bumst Steiner da an, ne? Und das ist der ganze Stein des Anstoßes. Jacho verbremst sich dadurch dann schon wieder, ne? Weil er natürlich nicht damit rechnet, dass hier vorne Stau ist, dass da alle langsam werden. Weil er hat auch nicht damit gerechnet, dass sie da so langsam werden. Das ist hier vorne der Aston Martin von Platzke, der da sehr viel Abstand zum Vordermann lässt. Ja, und dann wird der Weiler hier von außen nochmal angebumst. Haben wir da eine schöne Kamera, wo man das sieht? Nee, ne? Von hier vielleicht. Da wird Weiler hier nochmal von Schnee angebumst so ein bisschen. Rutscht dadurch nach innen, wird noch langsamer. Dann wird er von Jero da getroffen. Schnee geht schön außen vorbei. Jero wird hier nochmal am Heck getroffen, ne? Während er da eigentlich schon an, jetzt komme ich mir an Weiler vorbei ist. Ich fahre direkt quer auf ihn drauf. Ne? Ich habe keinen Platz hinter mir. Links kommt einer, rechts versucht hier Bleifuß schon auszuweichen. Ne? Der ist da auch ziemlich frühzeitig auf die Bremse gegangen. Lenkt natürlich ein, ist auf dem Rasen, deswegen rutscht er halt deutlich. Ne? Ich räume dann hier Weiler noch so ein bisschen am Heck aus dem Weg. Weil ich da natürlich schon vorbei wollte irgendwie, beziehungsweise auch nicht so schnell bremsen konnte, ne, und dann ein bisschen nach links gelenkt habe, um da vorbeizugehen. Habe ihn trotzdem noch erwischt, ich bin nicht vor ihm zum Stehen gekommen. Hätte jetzt eigentlich freie Bahn, ne, aber da kommt halt Leihfuß, hier schön durchgerutscht, über den Rasen, bremst da. Und dann stelle ich mich hier direkt neben Weiler. Ne. Weiler ist mit dem Heck in die Leitplanke geknallt. Schießt da noch Bleifuß so ein bisschen mit ab. Ich knall da voll mit der Front jetzt in die Leitplanke. Das ist ein einziger Clusterfuck. Na, alle anderen fahren schon und ich stehe da einfach noch. Und ja, wo bin ich? Da bin ich. Und dann kommt Jejo. Kann nicht wenden. Fährt mir noch mal hinten rein. Dankeschön. Das hat mich gefreut. So, dann habe ich den Motor wieder gestartet. Legt den Rückwärtsgang ein und gehe als letzter, als allerletzter zurück auf die Strecke. Und da denke ich mir natürlich schon, oh,
So ein Rennen wieder. Alles klar. 6,5 Sekunden Schaden. Spaß. Muss einfach sein. So. Dann gucken wir mal. Bei 1940 irgendwo ist die nächste Situation. Die gucken wir uns nachher auch nochmal im Detail an. Ne? Wir gucken hier erstmal, ich fahre dann einfach. Ne? Ich bin auch nicht in die Box gefahren mit dem Schaden. Ist alles cool. Ne? Wir haben gesehen, Jecho ist direkt disconnected. Der ist raus an der Stelle. Ist der erste Ausfall hier. So, dann gucken wir mal noch eine Minute vor im Prinzip. Na, ich fahre hier gemütlich, fahre gemütlich. Alles cool. Schauen wir einfach mal ab hier rein. Fahre hier schön hoch. Oh, wunderbar. Gut erwischt. Ups, ein bisschen gecuttet vielleicht. Ja, und da stehen schon die ersten. Ups. Hat man aus der Perspektive nicht gut gesehen. Ich wollte eigentlich auch die Heli-Perspektive haben. Cool, danke. Ja, ich komme hier hoch. Und da stehen hier einfach zwei Autos rum. Die disconnecten dann auch beides. Können wir uns gleich mal angucken, was da passiert ist. Da war noch ein Dritter drin, verwickelt, eine Ettenauer, der fährt jetzt da vorne irgendwie, man hat ihn da noch ganz kurz gesehen. Grün-schwarzer Ferrari, das sieht nicht aus wie ein grün-schwarzer Ferrari, aber der war da mit dabei, glaube ich. Der fährt da irgendwo. Das war das so. Und dann haben wir hier bei 24:30, das muss er irgendwo, da ist Weiler, den habe ich eingeholt. Inzwischen wieder. Verfolgt ihn da ganz gut eine Runde. Und dann kommen wir hier halt beide hintereinander raus. Ne? Und das war der Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, ich bin ein bisschen weit von ihm weg. Ich kriege ihn nicht. Komme hier aber viel besser durch diese Kurvenkombination als er. Und er verteidigt dann. Ne? Er entschließt sich hier. Okay, gut. Verteidige. Ich, ist kein Problem. Ich gehe mal in eine F7-Kamera hier. Man kann leider nicht direkt so senkrecht nach oben. So. Wir gucken uns das. Okay. Zum Glück hat sich die Kamera richtig schnell bewegt. So. Wir gucken uns das hier mal direkt von oben an. So, wir sind jetzt hier direkt über meinem Wagen. Zu dem Zeitpunkt bremsen wir da schon. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls beim Bremsen, ne, sind wir hier nebeneinander, genau da wird schon gebremst auf jeden Fall. Ne. Meine Achse, meine Vorderachse überlappt da fast. Ne, also ich habe auf jeden Fall kein Anrecht auf die Kurve quasi. Ne. Er ist der führende Wagen. So, und dann lenken wir ein. Ne, da haben wir fast eine Überlappung Vorderachse, Hinterachse. Und da macht er aber sowas. Ne? Ich meine, ich wollte ihm Platz lassen. Ne? Kein Problem. Ich bin außen in die Kurve gegangen. Er wäre vor mir. Ich hätte ihn vorgelassen. Ich hätte da nicht angreifen können einfach. Und dann schießt er aber echt. Ich gehe hier noch ein bisschen, vielleicht nicht so hoch. Ein bisschen niedrigem Orbit müssen wir nicht. Ne? Aber er schießt dann hier einfach so durch die Kurve. Zwingt mich da nochmal zu nachbremsen. Ne, da stelle ich mich quer, weil ich halt viel zu lange auf der Bremse war. Im Endeffekt, und er fährt einfach weiter. Ne, wo ich mir denke, warum? Ne, Bleifuß-Freund, der ist auch einfach weitergefahren. Ne, der hat mich da angeschubst, konnte er nichts für, okay, und ist halt weitergefahren. Die Position erwarte ich nicht, dass er mir die zurückgibt oder so. Und dann drehe ich mich hier auf jeden Fall raus. Ne, weil unser Kumpel hier, Weiler, ne, der Meinung ist, das können wir uns gleich nochmal angucken, ne, er bremst ja tatsächlich später als ich. Hier, die Kamera brauche ich dafür. Machen wir mal ein bisschen schneller. So. Ne, wir fahren hier beide schön nebeneinander. So, dann komme ich hier gleich in die Bremszone rein. Ich trete dann gleich ein bisschen früher auf die Bremse. Auf die Bremse. Werden wir sehen, ne? Hier. Und kurz nach mir gehen erst seine Bremslichter an. Obwohl er innen fährt und den engeren Radius nehmen muss. Und der Ferrari hat nicht unbedingt die besseren Bremsen als der Lexus. Der Lexus hat einen viel größeren aerodynamischer Querschnitt, stimmt nicht, ne? Aber eine größere Stirnfläche verzögert das wegen potenziell ein bisschen besser. Und die von der reinen Bremsleistung her sind die Wagen halt alle gleich. Ne? Da geht es dann nur ein bisschen um Ausbalancieren. Und wie viel aerodynamischer Widerstand
da beim Bremsen hilft. Ne? Und wir sehen auch, ich bremse, obwohl ich früher angefangen habe, ne, verzögere ich nicht ganz so gut wie er, bin hier aber langsamer. Ne? Ich habe die richtige Geschwindigkeit, kann hier jetzt reingehen und er rutscht einfach durch die Kurve. Er hat keine Chance, innen zu bleiben. Ne? Er kann mir da keinen Platz lassen. In dem Moment, weil er sich einfach verbremst hat. Geht dann hier von der Bremse runter. Ist okay, ne? Dann steht er wenigstens nicht direkt vor mir. Aber ich muss halt nochmal abbremsen. Ne? Bin viel zu lange auf der Bremse drauf, weil er vor mich schießt. Muss nochmal abbremsen. Und dadurch komme ich hier halt einfach ins Schleudern. Ist halt super scheiße für mich schon wieder. Weil er halt einfach seinen Bremspunkt da schlicht und ergreifend verpasst hat. Ist halt leider wirklich so. So, dann stehe ich da. Dann kommt hier Steiner wieder vorbeigefahren. Jit. Da ist er. Den hatte ich überholt in der Situation. Die gucken wir uns einfach mal als nächstes an. Ich brauche nur gerade den Zeitstempel. Ah, hier genau. Bei 9 Minuten ist das. Ups. So, 9 Minuten. Gucken wir uns mal an. Was Steiner, ne? Der ist 2 Sekunden, 1, 2 Sekunden auf jeden Fall schneller als ich. Ja, auf dem Track. Ist er hinter Platzke? Alles ist eigentlich komplett regulär. Ja, wir sind hier hinten. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ist es Longchamp hier? Ich weiß gar nicht. Ja, jedenfalls bei dieser super schnellen Doppelkurve sind wir hier. Und da kommt er einfach ganz dreist hier in viel zu weit auf den Körper. Ich weiß gar nicht warum. Klar, er fährt von innen an und benutzt dann aber den gleichen Einlenkpunkt. Ne? Wenn wir das mal hier mit dem Aston, mit Platzke außen vergleichen, ne? Die kommen hier rum. Bapapapa. So, und dann gehe ich einfach mal auf Viertelgeschwindigkeit, das sollte reichen. Ja, und dann lenken die hier synchron ein. Ja, und wenn man innen ist, ist klar. Dann bleiben die auch synchron, klar. Die berühren sich dann dadurch nicht. In dem Fall halt doch. Weil Steiner halt einfach innen raufkommt. Hat er einfach zu früh falsch eingeschätzt, ne? Den falschen Einlenkpunkt gewählt. So. Platzke ist nichts passiert, ne? Der wurde ein bisschen gerammt. Hier Schnee wird komplett abgeschossen, fährt dann in die Box. Slayer wird da abgeschossen. Fährt er auch in die Box hier. Bleifuß, Weiler gehen alle vorbei. Ich müsste auch gleich durchkommen noch. Und ja, das ist natürlich schon mal nicht cool. Wir können ja noch mal gucken nach Slayer. Den hat es hier auch mit erwischt. Ich kann mal auch wieder normale Geschwindigkeit hier einstellen vielleicht. Wo ist denn Slayer? Ja. Slayer sehen wir, fährt schon wieder. Aber der erwischt halt das Schnee am Heck. Blub. Au. Aber ich meine, wo soll er hier auch hin? Ne? Er kommt halt da aus der Kurve raus. Er erwischt die hier richtig gut. Kommt hier ein bisschen weit nach außen. Ne? Ich weiß nicht, ob er da nach außen gelenkt hat, weil er gesehen hat, dass hier vorne ein Dreher ist. Oder ob er generell zu weit rausgekommen ist einfach, weil er nicht doll genug eingelenkt hat. Ne, und dann, wenn er hier lang gefahren wäre, kann er natürlich nicht sehen. Ne? Er weicht hier noch ein bisschen nach außen aus. Wäre er durchgekommen. Ne? Hier ist genau die Lücke. Konnte er natürlich nicht rechnen. Ne? Er versucht nach außen auszuweichen, weil hier Auto dreht sich am Fahrbahnrand. Klar. Kommt er nicht an Schnee vorbei. Kollidiert mit ihm, kommt ins Rutschen. Leitplanke. Fall für die Boxencrew auf jeden Fall. Ordnet sich dann dahinter Weiler ein. Aber ist egal, weil er sowieso in die Box fährt. Das war auf jeden Fall so sein Ding. Ansonsten, nach dem Boxenstopp hat er das Rennen ganz gut zu Ende gebracht. Wo bin ich hin? Ja. Hier vor Steiner. Hat er das Rennen, da ist Ettenauer, wie er in die Box fährt. Hat das Rennen gut zu Ende gebracht, Slayer. Und ist aber langsam gefahren mit dem Audi, ne? Aber hatte ansonsten zumindest keinen Abflug mehr. Ich gucke gerade bei Steiner, ja genau, bei Steiner was ist das ansonsten auch, ne? Er ist auch zu Ende gefahren, ist später nochmal an mir vorbeigefahren, das werden wir noch sehen. So, und dann gucken wir mal, wer ist denn noch hinter mir gelandet? Weisi. Da ist er.
Ein schönes Rennen bis zu dem Zeitpunkt, ne? Und wir sehen auch schon, er fliegt da halt raus. Bei 16:45 habe ich mir hier aufgeschrieben. Gucken wir mal direkt rein, genau. Ne? Er fährt hier durch. Kommt dann oben ein ganz kleines bisschen, ne? Und es ist wirklich super subtil eigentlich. Und das ist halt aber genau die Gefahr hier in jener Kurve. Wie eigentlich jeder weiß, der das Ding schon mal gefahren ist. Ne? Hier ist alles cool. Und dann kommt er hier eigentlich gar nicht mal zu viel auf den Korb. Sieht jedenfalls nicht so aus, als wenn er da zu viel auf den Korb kommen würde. Ne? Hier vielleicht nicht weit genug außen. Da kommt er ein bisschen auf den Korb, wird dadurch nach außen gedrückt, auf jeden Fall. Kommt dann hier durch diese kleine Rille hier ins Federn. Verliert dann hier die Traktion auf dem nächsten Korb und fliegt dann in die Wand. Er schafft es von der Fahrbahn runter. Schlägt dann dadurch aber nochmal in die Bande ein, ne? Aber da wird er sich gedacht haben, da gehe ich kurz von der Bremse, damit ich von der Fahrbahn runterkomme wenigstens. Und zu dem Zeitpunkt für ihn das Rennen beendet, also das hier der zweite Ausfall nach Jericho, ne? Auch richtig früh im Rennen, was ist es hier, Runde 5? Ja, schade. Wirklich sehr schade. So, und dann gucken wir mal. Ruhl habe ich mir noch aufgeschrieben. Der ist auch hinter mir gelandet, auf jeden Fall. Der ist von ganz weit vorne gestartet. Wir können ja mal gucken, ne? Der ist hier auf Platz 5 gestartet. Richtig gut eigentlich. Und dann geht es aber für ihn schon kurz nach dem Start im Prinzip los. Ich habe mir hier so 8:16, gehen wir einfach mal hin. Ja, hier fährt er hinter, jetzt muss ich euch anschauen, hinter Vini? Nee, das ist nicht Vini. Decker ist das wahrscheinlich vor ihm. Fährt er da lang, hinter ihm Weber, wie es aussieht. Ja, und da geht's. Nein, gar nicht. Das hier ist United, L United. Ne? Gibt es da die kleine Kollision? Er überlegt sich da und das hat er wirklich gut gemacht, finde ich. Das sehen? Aus einer anderen Kameraperspektive. Ne, er überlegt sich hier, kurz auf den Track drauf zu gehen, sieht hinter ihm kommen noch einen Haufen Leute. Ne, bleibt dann also links von der Rennlinie und geht hier drauf in, wo alle außen lang fahren. Ne, und das ist wirklich spektakulär gut, dass er da den Überblick behalten hat, ne, gesehen hat, okay, hinter mir kommen alle. Ne, und da kommt wirklich der ganze Zug. Geht dann hier wieder rauf, reiht sich wieder ein. Alles cool, nicht viel passiert, außer dass er halt Unmengen von Plätzen wirklich verloren hat. Das tut mir schon mal leid für ihn. So, und dann gehen wir zu 14 Minuten. Da hat der Mann nämlich schon das nächste Mal Pech. Ich denke, es ist ein Mann. Ne, mit Schnelle hier, das ist dieser schwarze McLaren. Kollidiert er da, ne, kommt hier raus. Und das hatte ich ja auch ein, zweimal im Rennen, ne, nur dass halt niemand neben mir war. Du kommst hier raus, kommst ein bisschen zu weit nach außen, auf diese Murmeln hier, nämlich trittst dann zu heftig aufs Gas und dann drehst dich einfach rein, kollidierst da, wirst von hinten vielleicht sogar noch ein bisschen berührt. Gibt alles weiteren Schaden, aber ansonsten auch nicht weiter dramatisch eigentlich. Die Situation, ne, ist eigentlich, ja, in Ordnung, würde ich sagen. Passiert halt. So, und dann haben wir hier aber das Schlimme, den Crash, den wir vorhin schon gesehen haben. Bei 19:10 habe ich mir hier aufgeschrieben. Gehen wir mal hier. Ne? Also, wir fahren hier hoch einfach, beziehungsweise die drei. Das sind hier Ruhl, Ettenauer und Andersen. Die fahren hier hoch. Ja, Ruhl verliert. Oh, richtig bitter. Ne? Das ist im Prinzip genau das Gleiche, was wir vorhin gesehen haben bei Weisi. Ne? Gleiche Situation im Prinzip, nur dass für ihn halt deutlich schlimmer ausgegangen ist. So, sind wir auf Ruhe mit der Kamera, geht so. Ah, da können wir doch eigentlich hier auch in die Verfolgersicht. Ach, das ist gar nicht Ruhe, der hier, sondern, oh, jetzt muss ich euch anlegen gerade, Andersen, was ist das genau? Andersen war der Auslöser hier. Ja, der kommt hier deutlich zu weit in, ne? Und da sieht man richtig, wie das Auto nach außen weggedrückt wird. Er kommt dadurch ins Rutschen, ne? Schafft es gar nicht mehr bis auf den Korb hier nach außen und nimmt dann dadurch alle mit. Ja, und für Andersen und Ruhl ist das Rennen hier an der Stelle beendet.
Eppenauer fährt noch weiter, fährt dann aber auch in die Box, klar, nach dem Schaden, ne? Was soll er machen? Fährt er direkt in die Box, aber Anderson und Ruhl, die stellen hier direkt ab, ne? Die stehen hier noch eine Weile, beschimpfen sich wahrscheinlich gegenseitig. Oder geben sich Tipps, wie man es nächstes Mal besser macht, weiß ich nicht genau. Aber ist natürlich echt eine Kacksituation für beide. Für Ettenauer auch, ne? Also Ettenauer ist jetzt nicht rausgeflogen, aber für den ist es natürlich auch überhaupt nicht schön. Und so sind die halt rausgeflogen auf jeden Fall. Können wir mal gucken, ne? Zu Ettenauer. Der hatte nämlich auch nicht richtig viel Spaß. Hier an der Sache schon gar nicht. Wir können ja auch mal gucken, wie das für ihn aussah. Er war, glaube ich, der Letzte hier in der Situation. Manchmal noch auf halbe Geschwindigkeit. So, ne, die kommen hier hoch. Mal sehen, kriege ich hier eine First-Person-Perspektive. Ja, ne, nehmen wir die hier. So, die fahren hier. Ne, er denkt sich so, ja, geil, Windschatten. An den Ästens komme ich auf jeden Fall auf der Geraden vorbei mit meinem geilen Ferrari. Und dann sieht er nicht mehr, was passiert. Ne, hier sieht er, hat er erst eine Chance zu sehen. Wird er da gar nicht touchiert sogar? Ne, auf jeden Fall muss er ausweichen. Und destabilisiert dadurch komplett sein Fahrzeug. Ich dachte, er wäre auch getroffen worden. Schauen wir nochmal von hier oben. Ne, er fährt. Ja, er wird tatsächlich nicht getroffen. Denke ich zumindest. Vielleicht sehen wir es von der Seite ein bisschen besser. Ja, da ist natürlich genau der Kameraschnitt. An der Stelle, super. So, kommt hoch. Ich denke, er wird nicht getroffen. Nee, das ist nur das Ausweichen, ne, weswegen er da die Kontrolle verliert. Was mir dann halt auch mit Beiler passiert ist. Hat er da nochmal gebremst vielleicht? Hat er nochmal nachgebremst irgendwie? Finden wir das raus? So, er kommt hoch, genau. Ne, da, ja, bremst, lenkt ein und dann ist es weg. Da tritt man da auf die Bremse in dem Moment. Aber vielleicht wäre es echt besser gewesen, nicht auf die Bremse zu treten, sondern klar, Fuß langsam vom Gas, ne, auch nicht so ruckartig. Und dann versuchen da dran vorbei zu rollen irgendwie. Und dann erst zu bremsen, wenn man gerade ist mit dem Lenkrad. Wäre besser gewesen, denke ich. Aber klar, in der Situation, was willst du da groß entscheiden? Da denkst du nicht lange nach, ne? Da machst du einfach. So, gucken wir mal, Ettenauer, ne? Der war halt bei 9 Minuten auch an dieser Kollision, die wir vorhin gesehen haben, beteiligt. Ups. Denke ich zumindest, dass wir die vorhin gesehen haben. Ach, bei 8:15, sorry. Ist die Kollision schon längst vorbei? Ich bin ja auf meinen Notizdings verrutscht. So. Da fährt er. Oh ja, und da kommt von innen, wer ist denn das? Sedlak? Kommt da? Lässt ihm gar keinen Platz, ne? Das ist halt richtig mies eigentlich. Ne, Sedlak beschleunigt da zu schnell aus der Kurve wieder raus, ne? Entfernt sich hier vom Curb, plops und drückt ihn da richtig schön raus, fährt weiter und Ettenauer schlägt halt richtig krass ein. Was soll er da machen? Na, und hier geht er in die Box auf jeden Fall nach dem einen Schlag. Sicher, klar. Was auch sonst. Aber nach dem zweiten Crash, den wir eben gesehen haben, ne, bei Minute 19, da geht er halt definitiv nicht in die Box. Das finde ich schon bemerkenswert. So, und dann hatten wir hier diesen Crash auf jeden Fall bei 19. Und er fährt dann halt weiter, ne? Ist alles gut. Er, weiß nicht, fährt ein bisschen langsamer vielleicht. Kann ich nicht sagen. Sondern gehen wir mal ein bisschen vor.
Und da sehen wir, ne, er kommt hier in diese fiese bergab, Rechtskurve. Geht er gut durch. Und jetzt kommt hier die Linkskurve. Und da, ich weiß nicht, was da passiert ist, ehrlich gesagt, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Ne? Er kommt da irgendwie auf den Korb, kriegt dann auf einmal wieder Grip, als er vom Korb runterlenkt. Ja, wir gucken mal, ob er da irgendwie Bremsinput hatte oder sowas, was dazu geführt hat. Ja, er kommt hier lang, hier bremst er kurz an, klar. Nee, er kriegt da einfach vollkommen unerwartet Grip auf einmal. Und fliegt dann ab. Ne, touchiert er die Bande nochmal, denkt sich aber, okay, ist kackegal. Ich bin eh schon beschädigt von dem Ausweichmanöver Crash eben. Und fährt dann einfach weiter. Und hat dann auch kein Abflug mehr, irgendwas. Ne? Er fährt dann einfach ganz normal in Anführungszeichen zu Ende. So, und da sehen wir gerade bei ihm, das müsste Schnee sein. Ja, da. Nee, das war nicht Schnee. Oh, wer war das gerade bei ihm? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. So, Schnee ist der letzte Fahrer, den wir uns noch angucken wollen. Der ist halt auch am Anfang, ne, hier direkt eine Position vor mir gestartet, also neben mir quasi. Der einzige Nissan hier im Feld von Nico Schnee. Ich finde es gut, dass er ein Nissan fährt. Ist halt auch in diese Kollision hier bei 9 Minuten verwickelt. Ups. Ja, das ist jene hier zwischen Steiner und Platzke. Was wir vorhin gesehen haben, ne, wo er dann von Slayer nochmal getroffen wird. Ne, breiter ab, up, wird er richtig gedreht, schlägt deswegen mit dem Heck und nicht mit der Front ein in die Bande. Fährt dann, glaube ich, daraufhin auch in die Box. Ja, genau, fährt er in die Box auf jeden Fall. Das war schon mal sein erstes Ding. Ne? Und dann kommt er hier halt raus. Und da sehen wir auch gleich, warum er in die Box fährt. Seine nächste Runde sah dann nämlich ungefähr so aus. Ne? Er kommt dann nach außen, bremst er auf dem Rasen an, fliegt ab, hat keine Kontrolle mehr. Und von den Sachen hat er hier direkt nach dem Crash, ne? Das ist halt noch die gleiche Runde. Hat er ein paar drin irgendwie und dann denkt er sich, okay, unfahrbar, Box, nächste Runde. Und ist, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Wenn wir hier ein paar Sekündchen vorgehen, haben wir noch so eine Situation, da kommt er nämlich hier wieder durch diese schnelle Linkskurve, die schnelle Doppellinks, die dann in die rechts mündet, wo ich immer zu spät gebremst habe. Und dreht sich da auch raus, auch wieder ganz kurios eigentlich, wie das da passiert. Ne? Er fährt eigentlich ganz normal. Da blockiert der Wagen, das Heck bricht ein bisschen aus und dann kommt sofort der Gegenpendler. Aber wir sehen halt auch nur seinen Flügel hinten. Sieht irgendwie nicht ganz gerade aus, aber ACC unterstützt eigentlich keinen schiefstehenden Flügel, glaube ich. Also das ist wahrscheinlich nur ein perspektivisches Ding. Aber wir haben auf jeden Fall gesehen, er ist vorhin mit dem Heck, das war hier 2 Minuten vorher, ist er in die Wand eingeschlagen. Und deswegen wird hinten ordentlich der Flügel kaputt sein, vermute ich. Ja. Und da gleich der nächste Quersteher irgendwie. Also seinen Flügel macht er definitiv nicht mehr, was er soll, nämlich das Heck des Fahrzeugs stabilisieren. Und deswegen fährt er da in die Box. Komplett richtig. Fährt dann zu Ende das Rennen und kommt aber auch deutlich nach mir irgendwo an. Und so kriege ich es dann hin, tatsächlich irgendwo auf Platz 16 zu landen. Ne? Anweil wäre ich beinahe noch rangekommen. Ich dachte dann irgendwie, ich wäre schon wieder fertig mit dem Rennen, weil ich mir eingebildet hatte. Es müsste für mich schon die letzte Runde gewesen sein, aber der Anzeiger da im Fahrzeug, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, der sagt mir Bescheid auf jeden Fall, also das, was ich für Zukunft gelernt habe, ne? Der Anzeiger, da sagt mir Bescheid, wenn die letzte Runde ist. Der zeigt mir auch die Zielflagge an, wenn ich durch bin. Also kann ich so lange durchtreten und nicht bremsen, wie ich es hier gemacht habe. Sehen wir das irgendwo? Bestimmt sehen wir das irgendwo, ne? So, da ist nämlich der
Da führen die schon durch irgendwie, ne? Achso, ja, das ist auch eine Runde zu früh, ne? Hier muss ich gucken. So, ich fahre hier nämlich. Vorher kam die Message halt, der Führende ist auf der letzten Runde. Hier bin ich schon ein bisschen langsamer geworden, denke mir dann, okay, fahren wir noch weiter. Kein Problem. Gehe hier rum, drehe dann nochmal durch, bis ich da über die Startziel gefahren bin. Aber das Ziel ist halt wirklich da oben, die, also bis ich über die Startlinie gefahren bin quasi. Ne? Die ist nämlich hier unten, Ziellinie ist da oben. So, da hat man es gehört am Motor, ne? Bin ich ein bisschen langsamer geworden. Und dann denke ich mir, okay, ich muss noch eine Runde. Machen wir halt noch eine Runde. Ja, so bin ich dann 16. von 23 geworden, die ja eigentlich angetreten sind. Wäre natürlich geil gewesen, wenn ich irgendwie nicht so direkt am Anfang abgeschossen worden wäre. Aber, und wenn Weil da auch nicht so dumm, also da hätte ich halt echt einen geilen Zweikampf mit ihm haben können eigentlich, ne? Wenn er da nicht so viel zu spät gebremst hätte, mir den Weg abgeschnitten hätte und mich da zum Ausweichen gezwungen hätte. Weil sonst für uns beide wahrscheinlich das Rennen gelaufen gewesen wäre. Ja, keine Ahnung. In solchen Situationen, ne, was erwarte ich da von den anderen? Er muss mir jetzt nicht auf der Strecke irgendwie den Platz zurückgeben, ne, darum geht es mir nicht. Aber es wäre halt ganz cool, wenn sich die Leute in den Situationen halt irgendwie entschuldigen würden. Ne, wenn die halt kurz hinterher irgendwie, wir sind ja alle im Forum in der Liga, im Discord und so, ne, und sich ja die Namen rauszusuchen, ist ja nicht so schwierig, ne? Und dann einfach mal kurz Entschuldigung schreiben oder so. Oder so wie ich das gemacht habe. Ich habe ja beim letzten Mal Big O rausgerammt und da habe ich heute einfach vor dem Rennen, habe ich dann halt im Training über den TeamSpeak-Server, mit dem wir da immer verbunden sein müssen während des Rennens, habe ich mich bei ihm entschuldigt. Vor versammelter Mannschaft quasi im Training. Ja, und wenn man halt einen Fehler macht, sollte man damit auch kein Problem haben, sich hinterher zu entschuldigen. Das auf jeden Fall. Und mehr erwarte ich von den Leuten auch nicht, ne? Keine Ahnung, wenn halt jemand da mehr erwartet irgendwie, dann ist es okay, ne? Aber ich erwarte da ansonsten überhaupt nichts, aber eine kurze Entschuldigung, ne? Kurz sagen, jo, okay, war mein Fehler. Oder kurz sagen, hey, was, weil man sich nicht sicher ist, ob das der eigene Fehler ist. Ne? War das jetzt mein Fehler? War das dein Fehler? Was war da los? Wie siehst du das? Lass uns kurz drüber reden. Und dann ist es auch okay. Ne? Da, ich habe die Erfahrung gemacht, die sehr begrenzte Erfahrung tatsächlich mit den ACC-Ligen. Rote Flagge. Dass da hinterher auch keiner böse ist irgendwie, ne? Wenn es nicht. Selbst wenn man der komplette Vollhorst in der Situation war und es richtig verkackt hat, ne, solange das keine Absicht war, ist da hinterher auch keiner böse. Und dann ist es halt absolut in Ordnung. Kurz entschuldigen oder die Sache klären oder was auch immer und dann ist gut. Sollte man einfach machen, gehört zum guten Ton. Ansonsten staut sich das vielleicht irgendwann auf beim anderen, ne, und dann denkt er sich, okay, das ist ein Idiot, der verbremst sich. Und kriegt es entweder nicht mit oder es ist ihm kackegal. Und beides spricht natürlich nicht gerade für einen. Von daher ist halt so. Ja, ich muss noch mal rausfinden, wie das ist. Ne? Hier werde ich rot von der Strecke gewedelt, auf jeden Fall. Rot-weiß abwechselnd, okay. Ja, rot, weil Rennen beendet ist, oder? Alle beamen sich hier raus. Ne? Ich habe eigentlich in den Regeln gelesen, dass man in die Box zurückfahren muss. Deswegen nehme ich dafür auch immer extra Sprit mit. Da muss ich direkt nochmal nachfragen bei der Ligaleitung, wie das ist. Ob man wirklich in die Box zurückfahren muss oder ob man sich nach Rennende teleportieren kann. Weil das ist ja im Prinzip eine ganze Runde extra Sprit, die ich da dafür mitnehme. Na gut. Ich finde das raus, habe ich mir auf dem Zettel notiert hier. Und dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, habe ich ihn nochmal angeblinkt. Auch das hat ihn nicht dazu veranlasst, mich direkt zu kontaktieren. Ja, würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Liga-Rennen ist am 6.3. Im AM-Split geht es um, oh, jetzt muss ich euch anlügen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht,
18.45 Uhr, glaube ich, mit dem Rennen los oder so, kann es sein? 18.50 Uhr, irgendwie in dem Dreh müsste es, glaube ich, losgehen. Werde ich dann vielleicht auch nochmal als Ankündigung irgendwie schreiben. Über YouTube, Twitter, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall so, in dem Dreh geht es irgendwann los. Dann könnt ihr auch bei simrc.de nachgucken, wann das losgeht mit der ACC-PC-Liga Amateur-Split. Und da wird es dann wieder einen Livestream geben. Ne? Heute gab es keinen beim Testrennen. Einer der Kommentatoren ist hier mitgefahren. Leider nicht auf dem Server, sondern auf dem anderen, glaube ich. Und auch das Konkurrenz-Lexus-Team, mit dem ich mich ja eigentlich so ein bisschen vergleichen wollte, ist heute nicht hier mitgefahren, sondern das Pro-Lexus-Team, Weber und United. Die fahren, glaube ich, Lexus im Pro-Split als Team. Sind hier mitgefahren, klar, gegen die hatte ich jetzt nicht wirklich die Chance. Aber mit den anderen beiden hätte ich mich ganz gerne verglichen. Ging nicht, die waren auf einem anderen Server, weil einfach so viele Teilnehmer hier wieder waren, dass sie zwei Server gemacht haben. Also Livestream wieder beim nächsten Mal von SimRC aus. Und von mir aus dann wieder das Video. Ich hoffe, ich kriege das auch bald mit dem Stream irgendwie mal gebacken, das einzurichten, vorher zu testen auf jeden Fall. Den Test will ich nicht unbedingt in einem Rennen machen. Und dann sehen wir uns hoffentlich dann wieder, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag, macht's gut und bis dann. Ciao.